Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Schwarze Auge Drakensang, wo wir uns nach wie vor in der stinkenden Höhle des Tatzelwurms befinden, als den wir die sogenannte Bestie vom Rattelshof inzwischen identifiziert und tatsächlich auch niedergestreckt haben. Falls ihr das verpasst haben solltet, dann könnt ihr das gerne in der letzten Folge nachholen. Ich warte so lange hier. Ich verspreche euch, ich renne in der Zwischenzeit auch nicht irgendwo anders hin. Also geht ruhig, geht, guckt euch das an und dann treffen wir uns gleich wieder hier, okay? Okay. Ja, na? Seid ihr wieder da? War gut, ne? Haben wir echt gut gemacht. Und heute machen wir mal das, was ich am Ende der letzten Folge angekündigt habe, ne? Wisst ihr ja, habt ihr euch gerade bis zum Ende angeguckt. Wir durchforschen heute die Teile der stinkende Höhle, die wir uns noch nicht genauer angesehen haben. Jagen dabei vielleicht noch ein paar Gruftasseln und ein paar Riesenamöben, um noch so ein bisschen Loot und den einen oder anderen Erfahrungspunkt abzugreifen. Und dann gehen wir zum Rattelshof zurück, holen uns die Belohnung für das Niederstrecken der Bestie, suchen vielleicht nochmal nach ein bisschen Seife. Irgendwo müsste ich was hinterlegt haben. Ich weiß noch nicht mehr wo. Im Zweifelsfall in unserem Anwesen in Ferdok. Das wäre etwas ungünstig. Und dann, hier meinte ich weiter nach Prenzheim. Da wäre natürlich die Frage vorher, gibt es vielleicht einen Zauber, mit dem wir die Stinkerei wieder loswerden können? Ich glaube, da gucke ich mal als allererstes nach. Das wäre ja nochmal ganz interessant, ne? Ob es da eventuell was gibt. Eigenschaften wiederherstellen zum Beispiel haben wir doch, glaube ich, ne? Hier. Hebt Attributsschaden auf. Der Magier hebt durch Wunden oder Magie verursachte Attributsschäden auf. Das klingt doch wie was. Hier Stufe plus 1. Der Modifikator kann nur so hoch sein wie der Zauberfertigkeitenwert. Aber der Modifikator muss so hoch sein wie die Stärke des Attributsschadens oder der Zauber misslingt. Okay, der Attributsschaden, den wir haben, ist minus 3. Das bedeutet, wir bräuchten Stufe 3, ja? Sehe ich das richtig? Komm. Komm. Also der Testlauf. Kannst hin, wir damit duschen. Ja! Ja, cool. Sekarian. Das ist ja fantastisch. Ich weiß doch nicht, warum ich das jetzt schon mal allen mache. Magiker. Ah, guck mal, damit sparen wir uns die Dusche. Ja, wer Magie hat, der braucht wirklich nichts anderes mehr. Und es war jetzt echt billig auch, ne? Sekarian. So, ich stelle an dieser Frage nochmal, an dieser Stelle nochmal die Frage in den Raum. Gerade wenn ihr sagt, Skeletarius auf Modifikator 11 für den mächtigsten möglichen Skelettkrieger ist völlig ausreichend. Vielleicht experimentiere ich nochmal ein bisschen mit dem Djinn, pack da nochmal Punkte rein. Ansonsten würde ich ganz gerne, und das betrifft leider dann auch wieder Jost, weil Jost halt bedauerlicherweise unser einziger menschlicher Vollmagier ist. Es sei denn, es gibt im Add-on, in dieser fangemachten Erweiterung, mit dem wir uns nach dem Durchspielen des Hauptspiels dann noch beschäftigen werden, vielleicht noch einen anderen Vollmagier. Aber im Moment wage ich tatsächlich zu bezweifeln, dass es da überhaupt irgendwelche neuen Begleiter geben wird. Ansonsten zum Zeitpunkt, zu dem diese Aufnahme hier entsteht, ist diese Frage tatsächlich noch nicht beantwortet worden und ich wollte es nicht selber recherchieren. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass wir keinen anderen kriegen. Das bedeutet erstmal mein einziger menschlicher Vollmagier. Das bedeutet, dass er der Einzige ist, der halt den elementaren Diener und Ekliptifactors Schattenkraft benutzen kann. Und so aus purer Neugier würde ich da tatsächlich bei Gelegenheit dann auch nochmal ein paar Punkte investieren wollen, um den einfach auch mal zu benutzen. Und hätte diesbezüglich tatsächlich ganz gerne nochmal eure Meinung. Also allgemein vielleicht so ein paar Experten Aussagen zu den Zaubern als solches, weil, ja, konzentrier dich auf ein Ding oder so, ist schon klar. Ich würde es halt ganz gerne einmal sehen und ausprobieren und Jost ist da halt unsere einzige Möglichkeit. Wollte ich nur mal so in den Raum werfen. Wäre halt voll cool, wenn ich da nochmal Infos zu kriegen könnte. Wie gesagt, ich würde ja selber gucken,
Aber ich habe halt total Angst, dass ich mich da mit irgendwelchen Sachen spoiler. Meine Überlegung war jetzt, wenn wir halt noch genug Punkte kriegen, halt auch mit durch diese Erweiterung, die Jost dann da vielleicht noch investieren kann, dann wäre das halt echt supi. Ich habe nicht aufgepasst. Magica Perturbatio. Einkreisen. So, ihr alle. Alles drauf, außer du. Du machst erstmal deinen Rüstungsschutz. Nandos. Und dann hauen wir alle auf den da drauf. Zum Sieg. Magica Perturbatio. Die sind ja nicht gefährlich hier in dem Sinne. Die haben halt nur dieses scheiß Gift, ne, mit dem sie echt Stress machen. Ich meine, ich muss ja nicht mal wirklich irgendwelchen Input geben oder so. Die klappen das halt auch sonst weg. Da muss ich in der Zeit auf die Magie konzentrieren oder darauf, dass der Kater schon wieder auf mir rumkriecht hier. Wird gemacht. Ich werde auch, einfach nur, um ihn dann auch nochmal ein bisschen probiert zu haben. Kein Problem. Das nächste Mal, wenn wir das beschworene Skelett verlieren, werde ich mal einen Djinn beschwören. Dann werden wir den erst so eine Weile benutzen. Ich mach das. Das hatte ich ja einmal tatsächlich am Anfang von unserem Angriff auf das Ogerlager schon mal probiert. Oder beziehungsweise eigentlich kann man das auch jetzt gleich mal machen, ne? Dann kriegen wir nämlich vielleicht tatsächlich noch ein paar Kämpfe, wo der Djinn uns auch noch mal was demonstrieren kann, bevor dann die eigentliche Story weitergeht hier. Bei Rondra. Gut, gut. Wie ist denn das nochmal hier bei dem Djinnenruf? Beschwört je nach Zauberfertigkeitspunkten einen mächtigeren Djinn herbei. Mit einem Sternchen dran, der nirgendwo erklärt wird. Magica Perturbatio. Hallo, werter Djinn. Der Djinn hat Astralenergie, das heißt, er kann auch ein bisschen zaubern. Theoretisch zumindest. Und er bleibt halt sehr lange an unserer Seite, ne? Das ist ja auch mal was. Ob die Höhle sich mit dem anderen Weg da unten dann trifft? Sieht ja in der Tat sehr danach aus, ne? So, Leute, kommt. Da kommt die Horde angehordet. Magica Perturbatio. Sikarian. Oh, da kommt eine Amöbe angekrochen. Jetzt hat er am Djinn aber noch keine Magie benutzt, soweit ich das jetzt sehen kann. Ich versuche, ihn so ein bisschen im Auge zu behalten. Ja, Djinn ist auch okay jetzt, oder? Gut, gut. Nandos. So geht das.
Ach, schön, dass ich mich an diesen Attributezauber erinnert habe. Und zwar tatsächlich ausnahmsweise mal, ohne dass man mich extra darauf aufmerksam machen musste. Ich bin ja schon ein ganz kleines bisschen stolz auf mich und habe das Gefühl, ich mache vielleicht doch ein oder zwei Fortschritte. So geht das. Jetzt, wo das Spiel wahrscheinlich fast vorbei ist. Entschuldigung. Habe ich ein bisschen hinreißen lassen. Ja. Das könnte wirklich in die Richtung gehen, ne? Da ist noch eine tote Amöbe. Alter, was die alles dabei haben, das ist ja krass. Ja, imposante Musik können sie ja, ne? Die Komponisten hier. So, hier sind wir jetzt wieder am Eingang. Ah, da war ja noch ein Gang. Da wollen wir nochmal reingucken. Magica Perturbatio. Hier lang nämlich. Würfel und ein Breitschwert. Ah ja. Ach, das Fass zählt gar nicht. Okay. Ich gehe hier den langen Weg nochmal zurück und dann durch das Amöbennest. Einfach nur, um vielleicht zu gucken, ob hier noch ein, zwei Amöben spawnen. Weil die ja doch eigentlich ganz coole Drops hinterlassen, ne? Da sind welche. Salah, tot allen Feinden. Formation. Okay. Ja. Brecht ihren Widerstand. Ihr müsst euch doch nicht so aufteilen. Ui. 48 Schadenpunkte sitzt natürlich. Zerreden zu Wüstensand. Brecht ihren Widerstand. Ja. Nimm das. Alarm. Formation für Rutger. Das Schöne ist, dass die uns halt nicht mehr wirklich was anhaben können, ne? Ich habe das Gefühl, der Djinn hält sich noch deutlich besser als der als der Skelettkrieger gerade. Hat er irgendwelche inhärenten Resistenzen, weil es sich ja rein theoretisch um ein magisches Wesen handelt oder irgendwie sowas in der Art eventuell? Ich hatte im Ogerlager hatte ich nämlich das Gefühl, dass der Djinn echt schnell aufs Maul gekriegt hat, aber da ist er ja auch direkt irgendwie zu den Ogern hingelaufen oder irgendwie sowas, ne? Dass ich versucht, sich mit allen gleichzeitig anzulegen. Wir haben jetzt inzwischen wie viele große Heiltränke? 21. Und große Zaubertränke haben wir auch, jawohl.
Und zwar nicht zu knapp. Ich sehe schon, ich muss bei Gelegenheit mein Inventar damit so ein bisschen auf Vordermann bringen. Wartet mal, bevor wir jetzt hier abzischen, weil wir wollen ja das meiste aus diesem Nest rausholen jetzt hier, ne? Ich bin falsch gelaufen. Sehr wohl. Ich habe gedacht, wir laufen noch einmal in Richtung des Tatzelwurms und kommen dann zurück, weil ihr habt gesagt, die respawnen viermal. Und ich meine, hier im Amöbennest haben wir erst gegen... Also, drei oder vier zumindest. Also, mindestens eine Gruppe müsste da rein theoretisch noch sein. Vielleicht können wir die auf dem Weg nach draußen noch kurz triggern. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann verziehen wir uns jetzt. Aber eigentlich auch schon, ich bin falsch gelaufen. Eigentlich auch gut Gewinn gemacht hier schon, ne? Nandos. Der Djinn hält auf jeden Fall auch um einiges länger als die anderen. Das ist auch nochmal ein Vorteil. Aber ich glaube, der weigert sich so ein bisschen, hier gerade irgendwelche Zauber zu sprechen. Da kommt man nicht durch. Na gut. Aha. Alle drauf da. Ich habe theoretisch noch viel mehr große Heiltränke, ne? Na gut, eins. Also 22 insgesamt. Ab und zu hat er auch Sinway eingesammelt. Und hier hinten stand dann der Tatzelwurm auf der Brücke. Das war übrigens ein gutes, dass wir die Jagd auf ihn durchgeführt und den Eingang freigelegt haben, weil er hatte ja hier noch einen zweiten Ausgang. Er hätte ja jederzeit wieder rausgekonnt, aber da liegt er. Gleichzeitig war es halt nicht die Bestie, also kann nicht die Bestie, also vielleicht schon die Bestie, von der gemeinhin die Rede war. Vielleicht hat der hier die Gegend als Bestie schon terrorisiert, bevor der Drache kam. Aber es ist auf jeden Fall nicht die Kreatur, die den Rattelshof zerstört hat. Die konnte nämlich ganz offensichtlich Feuer speien. Also war es nicht der Tatzelwurm. Auch wenn wir unserem Auftraggeber gegenüber natürlich was völlig anderes behaupten werden. Wir wollen ja die Belohnung haben. Wäre echt blöd. Bin ja nicht so blöd, meine ich. Nee, doch. Und dann links rum. So, wir gehen jetzt noch einmal durch dieses Amöbennest, aber auf dem Weg dann halt auch nach draußen, ne? Guck mal, da sind wieder welche. Sie erreicht ihren Widerstand. Einkreisen. Ja, die haben keine Chance hier, also.
Halbkreis bilden. Zeit. Was sind wir jetzt? Stell dich mal nicht so an hier. So, ich finde den Todesstoß auch gut, wenn Wunden jetzt nicht so relevant sind, tatsächlich. Denn, wenn ich das richtig im Kopf habe, Rüstungsschutz wird nämlich ignoriert. Da ist egal, wie gut der Rüstungsschutz des Gegners ist, Sindel macht immer vollen Schaden, wenn er das benutzt. Das ist eigentlich auch eine geile Sache. Blub, 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 blub. Also jetzt durch die Leichen warten hier und die finden, die noch Loot dabei haben. Eieiei, haben wir viel Scheiß eingesammelt hier. Also, finde ich gut. Das ist ja wirklich, das ist eine Goldgrube, diese Viecher. Da ist noch eine Seife. Parierstange. Eine Parierstange schützt die Hände des Kämpfenden. Ein Bestandteil zum Schmieden. Habe ich etwas gedacht. Ein Knauf hält Griffstück und Klinge zusammen. Ein Bestandteil zum Schmieden. Und was ist das hier? Eines der wichtigsten Bestandteile für eine echte Eisenwalder ist eine Eisenwalder-Kurbel. Was ist denn eine echte Eisenwalder? Ist das eine Armbrust? Das ist das eine, was irgendwie Sinn machen würde, glaube ich. Diamantschleifstein. Nur ein Diamantschleifstein vermag es, Waffen die Schärfe von Rasierklingen zu verlangen. Ui. Jawohl. Uiuiuiui. Spinnenfangzähne, hier ist nichts Neues dabei, ne? Ja. Ich? Jawohl. Okay, Tralda, komm, dann gehst du jetzt mal vor. Und wenn wir wieder aus der Höhle raus sind, dann waschen wir uns alle nochmal. Wie lange hält der noch? 400. Ist ja nicht wahr. Brecht ihren Widerstand. Zum Sieg. Alter. Kralda macht da hinten Scheiße. Aber was soll denn jetzt kommen? Hm, tot. Und 60 Schadenspunkte, ich krieg Flagge. Was befehlt ihr? Nimm das! Einkreisen! Der Tralda macht das eigentlich schon ganz gut, ne? Lustige Geräusche. Auf der einen Seite bin ich versucht, noch mehr zu farmen, aber jetzt habe ich schon fast die ganze Folge nur damit zugebracht. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Das hat... Einfach aus der Höhle rauszugehen, hat mich am Ende dann noch mehr aufgehalten, als eigentlich geplant war. Das soll jetzt an der Stelle auch reichen.
Ja, wenigstens die Quest noch abgehen, wenn wir eine sinnvolle Sache gemacht haben. Wobei ich ja schon sagen muss, dass es auch sinnvoll ist, diesen ganzen potenziellen Loot hier halt mitzunehmen. Ne? Es ist ja nicht so, dass das total blödsinnig gewesen wäre, was ich jetzt gemacht hatte. War im Rahmen des aktuellen Let's Plays halt wahrscheinlich nur wieder stinklangweilig. Stink. Weil ich ja im Prinzip, also ich habe ja gar nichts gemacht im Prinzip. Die ganze Folge nicht. Im Prinzip habe ich in der heutigen Folge das gemacht, von dem ich in der letzten Folge gesagt habe, dass ich es offscreen mache. Also, hey, you're welcome. Gelinge im Schein der Marder. Magica Perturbatio. Ja, ich kann jetzt schon mal sagen, dass wir in der nächsten Folge nach Prenzheim gehen werden, endlich. Mandos. Und dass wir es auf jeden Fall in der heutigen Folge nicht mehr tun werden. Magica Perturbatio. Dann kann ich nämlich vielleicht immer noch einen Tag an die Folge machen, dass man die auch gerne überspringen kann oder so. Ohne, dass man jetzt tatsächlich was verpasst, außer... Nandos. Dass man halt verpasst, wie ich ein bisschen mit dem Djinn rumprobiere hier, statt dem Skelettkrieger. Den Skelettmagier werde ich auf jeden Fall dann aber auch nochmal ausprobieren. Wir haben ja den entsprechenden... Wir hätten ja den entsprechenden Modifikator, so ist es ja nicht. Das wäre ja durchaus möglich. Ja, und ich würde halt gerne, wie gesagt, dieses Schattenwesen und das Elementarwesen auch nochmal ausprobieren. Und soweit ich das sehen kann, ist Jost meine einzige Möglichkeit dazu, ne? Weil Auralia und Kladis sind zwar menschliche Magier, aber halt beide keine Vollmagier, wenn ich das richtig gedeutet habe. Und Ankoron und Gwendala sind halt keine Menschen. Von daher... Bleibt mir da ja eigentlich nur Jost? Oder übersehe ich noch was? Oder übersehe ich jemanden? Vielleicht kommt ja noch jemand, dem ich das stattdessen dann beibringen kann. Und wie die Bestie so lospoltert, lasse ich mich also geschickt zu Boden fallen und warte, bis die Bestie genau über mir ist. Unglaublich! Was für ein Reck! Und als die stinkende, riesige Bestie sich verdutzt umblickend mit ihrem schleimigen, über und über mit Schuppen besäten Leib über mich tritt... Ja, gestunken hat das Vieh. Widerlich. Nehme ich mein Schwert und erlege es mit einem mächtigen Hieb in seinen vollgefressenen Wanst. Bravo! Ich wünschte, ich wäre so wie ihr, Parzalon. Hoch, liebe Parzalon von Streitzig! Hoch! Hey, Parzalon! Ah, meine furchtlosen Knappen, da seid ihr ja. Ich war gerade dabei, den guten Menschen vom Rattelshof von unserem Kampf gegen die Bestie zu berichten. Eure unschätzbaren, wenngleich auch nicht siegesentscheidenden Dienste blieben dabei natürlich nicht unerwähnt. Eure Güte kennt keine Grenzen, Parzalon. Wirklich, aber ich habe gerade Wichtigeres zu tun, als mit euch zu plaudern. Lebt wohl. Ah, mein Knappe. Ich berichte gerade den guten Menschen vom Rattelshof von meinem Kampf gegen die Bestie. Eure unschätzbaren, nicht siegesentscheidenden Dienste natürlich. Blieben dabei natürlich auch nicht unerwähnt. Habt ihr denn auch erwähnt, wie ihr während des Kampfes bewusstlos am Boden gelegen seid? Nun, bewusstlos ist hier nicht das trefflichste Wort. Ich habe schlichtweg eine uralte Kriegslist angewandt, die mich seinerzeit ein ehrergrauter Achatskrieger in den Echsensümpfen lehrte. Achats sind Echsenmenschen. Ihr saht sicher gerade noch, wie ich mich fallen ließ und anscheinend regungslos liegen blieb. Dies geschah aber nur um... Aber eigentlich verrät ein Krieger seine Geheimnisse nicht leichtfertig.
Wäret ihr zu dieser Zeit nicht vom Giftatem der Bestie betäubt gewesen, hättet ihr noch etwas lernen können, anstatt um Luft zu ringen. Aber ihr wart doch derjenige, der von dem Gift... Na, vergesst es. Ihr habt eigentlich recht, ich brauche dringend andere Luft. Ah, mein Knie. Ihr solltet wirklich schleunigst zum Rattelshof und euch etwas gegen die Nachwirkungen des giftigen Atems der Bestie geben lassen. Seine Wirkung hat sicher eure Erinnerungen vernebelt. Den Zwölfen sei Dank, dass dererlei Dinge einem von Streit sich nichts anzuhaben vermögen. Weißt du was, mein Freund? Du hast ja recht. Und wie die Bestie so los. Du hast das ganz super gemacht. Lasse ich mich also geschickt zu Und? Gibt es Neues zu berichten? Gute Nachricht. Die Bestie, die euren Hof verwüstet hat, ist nicht mehr. Das würde ich so nicht sagen. Also warum? Warum muss ich immer ein Vollidioten? Das hat mich bei der Mordserie in Fjardok schon gestört und das stört mich hier bei dieser Rattelshof-Geschichte auch wieder, weil es war offensichtlich nicht der Tatzelwurm, der diesen Hof verwüstet hat. Warum darf ich nicht einen Charakter spielen, der intelligent genug ist, um festzustellen, oh, irgendwas stimmt hier nicht. Ganz ehrlich. Die Nachricht hat sich hier schon wie ein Lauffeuer verbreitet. Ich bin euch zu großem Dank verpflichtet. Eure Belohnung sollt ihr natürlich auch bekommen. Hier habt ihr eure vereinbarten 100 Dukaten. Als ich den Auftrag annahm, wusste ich noch nicht, dass es sich bei der Bestie um einen Tatzelwurm handelt. Ich glaube, ich habe etwas mehr verdient. Also gut, ihr habt recht. Dafür, dass ihr dem üblen Gestank zum Trotz die Bestie erlegt habt, bekommt ihr auf die 100 Gold noch einmal 20 Gold drauf. Hier habt ihr euer Geld. Habt ihr sonst noch etwas auf dem Herzen? Nein. Unglaublich! Was für ein Reck! Ja, ich weiß. Ich bin schon toll. Wie viele Quests sind das eigentlich? Mit Schuppen besäten Leib. Na, vielleicht mal durchzählen. Die Bauern sind wieder am Hof. Die Gefahr durch den Tatzelwurm ist gebannt. Und der Wiederaufbau des Rattelshofes kann beginnen. Ebergrütz stand zu seinem Wort und hat mich bezahlt. So, damit ist nur noch der Weg nach Murolosch offen. Und die Reise... Die führt uns hier ja weiter nach Norden. Ja, gestunken hat das Vieh. Widerlich. In Richtung des Prensheims. Und das ist ein Ort, an den reisen wir dann ganz in Ruhe in der nächsten Folge von Drakensang. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Und bis dann.